Das Team um den Polaris-Händler Gerold von Blon in Nüziders, am Fuße des Arlbergs gelegen, hat sich auf alpine Einsätze von ATVs und Side-by-Sides spezialisiert. Einmal im Jahr demonstrieren die Vorarlberger die Vorzüge ihrer Fahrzeuge, die sie mit Raupenfahrwerken ausgerüstet haben. Ja, das ist das Raupenquad. Das ist ein Fahrzeug, das eine 12-Monats-Nutzung hat. Also mit den Raupen drauf ist es egal, ob es Oper ist im Winter, ob es einen Tiefschnee hat oder ob es eisig ist. Wir fahren auch mit Spikes. Gleichzeitig kann dieses Raupenquad im Sommer mit Rädern verwendet werden. Es hat über dieser Zulassung, also wir fahren im Sommer auf Rädern mit der normalen Autozulassung, fahren mit dem Autoführerschein. Wir haben aber gleichzeitig eine Typisierung für Raupen von Winter für die Straße. Also auch das ein großer Vorteil. So ganz am Rande der harten ATV- und Side-by-Side-Testerei wird dann auch der Blick auf das fantastische Alpenpanorama frei. Allen voran beim Landeanflug auf den Sonnenkopf, wo das Von Blon-Team gerade die Mittagsjause genießt. Ja, und wie man da sieht, das ist der neue Tausender, der hat große Transportkörbe vorne und hinten drauf. Wir haben natürlich auch den Vorteil, dass man mit dem Raupenquad wesentlich mehr transportieren kann, als mit dem herkömmlichen Skido oder mit dem Motorschlitten. Wir haben weiters die Möglichkeit, dass wir nicht nur mehr aufladen können am Gerät, vorne und hinten, sondern auch anhängen können. Durch diese Traktion mit vier Raupen am Boden, mit dieser großen Bodenfreiheit und der enormen Kraft von 1000 Kubik und über 90 PS können wir natürlich auch ganz toll diese Tandem-Anhänger, die wir übrigens selber bauen, im Winter und im Sommer nachziehen.